Hallo zusammen, ich hier ist wieder heute und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen nämlich wieder ein paar Kisten öffnen und da habe ich mir was Schönes rausgesucht. Wir haben nämlich insgesamt 10 Kisten und zwar hier schimpfen sich die Truhe des Folterers. Und diese Truhe des Folterers bekommen wir pro Char einmal wöchentlich von einem Event. Seit 9.1 haben wir nämlich im Schlund so ein kleines Event, das alle 2 Stunden hier im Schlund spawnt. Da muss man erst ein paar kleine Mobs töten und dann kommt immer so ein Folterer-Mob raus. Das ist so ein größerer Elite-Mob. Wenn man den umboxt, kriegt man ein bisschen Ruf und halt dann unter anderem auch eine Kiste. Dieses Event, wie gesagt, alle 2 Stunden zur ungeraden Zeit, heißt um 1 Uhr, um 3 Uhr, um 5 Uhr und so weiter, ne? Und man kann halt die Kiste einmal pro Woche looten. Das Event kann man so oft spielen, wie man möchte, aber es macht halt mit einem Char nur einmal die Woche Sinn, wenn man die Kiste holen will und dementsprechend das Mount aus der Kiste haben will, denn in dieser Kiste kann die Kette von Barmetra sein und daraus kriegt man dann folgendes Mount, Hand von Barmetra. Das ist dieses schicke Händchen, so ein bisschen silber gehalten und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt ein paar Kisten auf und ich hoffe, dass ich das Mount rausziehe. Gut, dann starten wir mit der ersten Kiste, Kiste oder Truhe des Folterers. Okay, was hatten wir da drin? Ein bisschen Ruf-Token, ein Conduit, Stygia und noch mehr Ruf. Also das hat sich jetzt leider nicht gelohnt. Seelenglut haben wir gekriegt, beziehungsweise so ist Cinder im Englischen. Okay, also die erste Kiste war schon mal eine Nullnummer. Können wir hier schon mal ausloggen. Dann swappen wir mal auf meinen zweiten Account. Da habe ich natürlich auch eine Kiste. Kiste Nummer 2. Da ist das Mount drin. Sehr schön. 2 Kisten und gleich schon ins Mount rausgezogen. Nice. Da ist es, Leute. Sehr schön. Richtig der Lacker, ne? Richtig der Lacker. Okay, 2. Kiste. Jetzt schauen wir mal. Ja gut, dann können wir das gleich mal lernen. Wir machen trotzdem die anderen noch aus. Vielleicht ist ja nochmal eins drin. Also, hier, Hand von Barmetra. Ich werde schon im Stream geschrieben, Streamer-Luck. Die anderen Kisten habe ich aufgemacht und habe ewig nichts rausbekommen. Hier können wir es uns angucken. Gleich mal mit Mount Special. Also hier, ne? Seht ihr das? Dein Papierschere und so. Okay, nicht schlecht. Ja gut, 2 Kisten, Mount drin, perfekt. Das war jetzt eine fixe Angelegenheit. Das Mount hat übrigens 4% Drop-Chance, also war ich jetzt da schon halbwegs lucky. Ich würde sagen, wir machen aber jetzt dennoch die anderen Kisten auf und ja. So, dann sind wir weiter geswappt. Hier haben wir auch noch eine Kiste. Öffnen wir die mal. Ah, wir haben noch ein Transmog-Teil rausgezogen. Auch wieder ein Haufen Conduit-Teile. Und seht ihr, so einen Rücken. Nice. Gut, dann swappen wir mal auf den anderen hier rüber. Und der hat hier unten auch noch eine Kiste. Da haben wir auch wieder ein paar Conduit-Dinger rausgezogen. Leider kein Transmog. Ich glaube, das sind 3 oder 4 Transmog-Items auch drin, ne? Also wegen dem kann es sich tatsächlich auch schon lohnen, das Ganze noch zu farmen. So, da haben wir die nächsten Chars. Das müsste Kiste Nummer 5 sein. Da ist leider kein Transmog drin gewesen. Da haben wir wieder ein bisschen Conduits. Also für die Twinks ist es ganz praktisch. 200 Conduit-Teile, ne? Kann man nehmen. Gear wäre noch ganz schick, wenn wir nebenbei kriegen würden. Dann haben wir hier Kiste Nummer 6. Das sind auch eher nur Conduit-Sachen und ein bisschen Ruf. Gut, und dann locken wir weiter. So, schauen wir mal weiter beim nächsten. Ich habe hier gesehen, All the Things zeigt mir schon mal noch 2 weitere Transmog-Teile an. Vielleicht sind die ja noch drin, ne? Mal gucken. Das Mount war mir natürlich das Wichtigste, aber so ein bisschen nebenbei Transmog ist schon ganz, ganz nice. Und, nein, ich hab das gleiche Transmog-Teil nochmal gekriegt. Oh boy, okay. Das war nix. Dann switchen wir mal rüber auf den anderen. Das müsste dann... Was, wie viel waren wir bei 6, 7, 8 müsste das sein? Ah, da haben wir noch ein Transmog-Teil. Schau mal an. Habe ich schon das Mount und 2 von 3 Transmog-Teilen, die anscheinend da drin sein kann. Gut, vielleicht hat All the Things auch noch nicht alle quasi entdeckt. Also vielleicht sind da dann auch noch mehr drin. Aber zumindest 2 haben wir schon mal. So, dann haben wir den nächsten Char am Start. Gucken wir mal, wie es mit dem Transmog aussieht. Hier war nichts drin, nur wieder ein bisschen Conduit. Gut, dann sind wir auf dem letzten Char angelangt, Kiste Nummer 10. Mal gucken, wie es mit dem Transmog aussieht. Schade, das haben wir nicht mehr rausgekriegt, aber ich bin vollkommen zufrieden, ne? Ich will mich jetzt nicht beschweren.
Zwei Transmog-Teile, ein Mount aus 10 Kisten. Ist eine runde Sache. Und ich denke mal, das letzte Transmog-Teil, das werde ich jetzt so nebenbei noch kriegen. Ich habe hier sogar nochmal das gleiche rausgezogen, sehe ich gerade, ne? Also so sonderlich schlecht droppen die tatsächlich nicht. Das geht voll klar. Okay, das waren dann die 10 Kisten. Mount ist eingetütet. Ja, damit sind wir durch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Ob ihr genauso viel Glück hattet wie ich oder ob ihr da ein bisschen länger am Farmen seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.